genau das habe ich auch in dem Moment gedacht. Es gibt Tage, da könnte ich am liebsten vor lauter Freude singen und tanzen und die Welt umarmen. Morgen. Hey, das mit meinen 30 Euro noch Zeit. Weißt du, Häschen, diese scheiß Werkstattfuzzis. Tschüss, Malediven. So schlimm mit dem Wagen? Fast 2 Jahre habe ich gespart. 16 Tage chillen am Strand mit Cocktails unter Palmen. Gestrichen. Naja, so ein Banküberfall wäre definitiv lukrativer als ein Mord, wenn du mich fragst. Oder ein Zweitjob. Oder auch nicht. Hallo? Oh, Sie sind heute sehr spät, Frauke. Ja, tut mir leid, aber so ohne Auto. Hilde, meinen allerherzlichsten Glückwunsch zum 35. Wie hübsch. Dankeschön. Würden Sie sie bitte in eine Vase stellen? Ja, na klar. Wenn Sie sich zwischenzeitlich mal frei machen könnten. Was macht der Appetit? Mit 81 braucht man nicht mehr viel. Na ja, aber trotzdem regelmäßig. So. Ach, nicht doch. Okay. Oh, jetzt schon. So, okay, ich bin so glücklich, dass Sie sich so gut um mich kümmern. Ach, das mache ich doch gerne. Bitte schön. Ja. Ja, 125 zu 80. Perfekt. Hallo, Tante Hilde. Da. Hallo. Moin, Frau Prinz. Wir sehen uns morgen und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Und nochmals vielen Dank für die schönen Blumen. Hallo, Geburtstagstante. Alles Gute. Ach, ich freue mich ja so, dass du da bist. Dass ihr da seid. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Danke, Nancy. Eierlikör, jemand? Wollt ihr nicht auch? Ganz klein. Mein Prof wird sich bedanken, wenn ich nachher zur Besprechung mit einer Fahne antanze. Ich stehe nicht so auf Eierlikör. Guck mal, hier kannst du alles einstellen. Schriftgröße, Zeilenabstand, Helligkeit. Unglaublich. Gefällt's dir? War Nancy's Idee. Hallo. Und das speichert wirklich 1000 Bücher? Ja. Ich weiß doch, dass du da bist. Mach auf! Bitte! Soll ich? Hier, schau doch mal. Okay. Ah, ja. Also, ich weiß noch nicht. Chancen erkennen, Chancen ergreifen. Sorry. Melanie, Einsatz. Okay. Worauf wartest du? Von dir. Ich soll ihn zum Polizeiball begleiten. Glückwunsch. Ich brauche eine Ausrede. Und zwar eine gute, dringend. Was ist das denn? Das ist die Chance deines Lebens, Melanie. Karrieremäßig und so. Ich gehöre immer noch zur Familie. Aber, Torbi. Aber geh einfach. Moin. Hansenbeke 21. Das ist mein Kollege Sela. Moin. Frau Bruns hat uns angerufen. Sie fühlt sich bedroht. Wie? Bedroht? Von dem Neffen. Sind Sie das? Von ihr ist Arschloch der Nation. Und Sie heißen? Norbert Schuchert. Ich bin Torben, sein Sohn. Tante Hilde feiert Geburtstag und sie möchte nicht... Was ist denn das für eine Scheiße? Gut, ich würde vorschlagen, Sie geben die Blumen Ihrem Sohn und akzeptieren den Wunsch Ihrer Tante und verlassen das Haus. Ich denke gar nicht dran. Ich rufe dich an, ja? Aber nicht vor 4 Uhr. Ich muss noch zum Amt. Ja, dann nach 4. Ich ziehe die Anzeige zurück. Bist du dir ganz sicher? Frau Bruns, geht's dir nicht gut? Nein, ich bekomme ganz schlecht Luft. Schlecht Luft. Okay, ganz Torben. Ganz ruhig bleiben. Schön langsam ein- und ausatmen. Ganz langsam. Nicht aufregen. Ist alles okay? Rufst du Notarzt? Es wird alles gut. Wird alles gut. Ja, Mathis Seeler hier vom PK 21. Wir bräuchten einen Notarzt in der Bertholdstraße Nummer 1. Ältere Dame mit Herzproblemen. Danke. Wo ist denn Frauke? Wohl noch in der Mittagspause. Hier ist der Arztbericht beim verstuckten Piercing. Super, sorry, mein Auto ist noch in der Werkstatt. Dann richten Sie es so ein, dass Sie trotzdem pünktlich zur Arbeit erscheinen, klar? Ja.
So, Frau Bruns, das wird schon wieder. Ihr Blutdruck ist gerade ziemlich heftig und ihr Herz tanzt ein bisschen am Bader, ne? So, einmal ASS, Heparin und Nitro. Normalerweise hat sie selber Nitro-Spray. Können Sie vielleicht ein Rezept oder sowas ausgeben? Ja, das machen wir alles im Krankenhaus. Geht ins EKA, Jungs. Einmal Mund auf. Ich komm mit, ja? Mein Holzkästchen im Schreibtisch. Ich hol's dir. Und als meint, es könnte vielleicht wieder ein Herzinfarkt sein. Scheiße. Was ist da drin? Keine Ahnung. Fotos wahrscheinlich. Torben. Ich weiß. Wir wollten heute reden und es tut mir leid. Ja, schon gut. Ich packe noch ein paar Sachen für Tante Hilde und dann komme ich nach. Danke. Frau Bruns hatte vor einem Jahr einen Herzinfarkt, heute zunehmende Dyspnoe, Verdacht auf dekompensierte Herzinsuffizienz. EKG ist untypisch für einen Infarkt, sehr arrhythmisch. Wir haben von ihrer Extrasystolenpuppe 180 nach Nitro. Scheiße. Was nimmt Sie? Hast du eine Medikation? Wie, ja, wahrscheinlich sehr viel ASS-Beta-Blocker. Ja, und was hast du ihr gegeben? Zwei Blut, Nitro, ASS und Heparin. Frau Bruns, ich bin Dr. Jonas. Wie fühlen Sie sich? Haben Sie Schmerz? Mir ist so blümmerant. Habe ich wieder einen Infarkt? Vermutlich nicht, aber wir machen zur Sicherheit nochmal ein EKG. Willkommen in der Zukunft. Das ist doch ein klares Ja für den totalen Überwachungsstaat. Oh Gott, was hast du plötzlich für ein Problem? Wie wird denn plötzlich? Oder kennst du jemanden, der Überwachungskameras in seiner Wohnung hat? In der Wohnung? Nee, nicht persönlich. In der Wohnung davor ist doch nun scheißegal. Hauptsache, derjenige fühlt sich sicher. Hauptsache, derjenige weiß, dass er auf Schritt und Tritt beobachtet wird in seiner eigenen Wohnung. Was ist denn eigentlich los? Nur mal wieder eine Grundsatzdiskussion. Sehr gerne. Wiederhören. Frau Prinz, machen Sie ihn hier. Arbeiten. Ihre Großtante wird gerade noch von Frau Dr. Jonas untersucht. Es kann also noch dauern, bis klar ist, was Ihre Großtante tut. Ich dachte, Sie wären Altenpflegerin. Ja, auch. Sorry. Prinz? Ja, habe ich schon erledigt. Nein, das mache ich gleich noch. Okay. Sind Sie denn noch wirklich qualifiziert? Ich meine, als Altenpflegerin? Ja, natürlich. Wann kann ich zu meiner Tante? Ja, sie wird noch untersucht, also es kann noch ein, zwei Stunden dauern. Ich muss noch mal in die Uni. Dann schreiben Sie mir doch einfach Ihre Nummer auf. Ich halte Sie auf dem Laufenden, okay? Elbkrankenhaus Hamburg, Sie sprechen mit Frau Prinz, was kann ich für Sie tun? Ja, einen Moment, ich leite Sie weiter, ja? Da wäre noch was. Sie will es unbedingt bei sich haben. Ihre persönlichen Sachen? Können Sie es ihr geben? Klar. Danke. Und sagen Sie ihr, dass ich mich beeile, ja? Wir sind uns aber schon einig, dass dadurch die Aufklärungsrate viel höher ist, oder? Das streite ich ja gar nicht ab. Sie sollten doch die Akten überwachen. Worüber reden wir denn dann? Ich finde es einfach schwierig, dass eine alte Dame in ihrer eigenen Wohnung mit Kameras überwacht wird. Den Kuli können Sie nicht behalten. Ich habe den Rest, oder? Stehen deine Vorderzähne zu eng, oder was? Elbkrankenhaus Hamburg, Sie sprechen mit Frauke Prinz. Was kann ich für Sie tun? Ja? Einen Moment, bitte. Ja, ich verbinde Sie mit der Stationsschwester, ja? Alter Schwede. Oh mein. Ja, Frauke hier. Für euch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Was? Frau Bruns hat nach dir gefragt, ob du sie auf ihr Zimmer bringen kannst. Klar. Ich könnte es auch in den Tresor schließen, wenn Sie wollen. Nein. Sie hier? Ja, ich. Hallo. Wo ist denn Torben? Der ist kurz in der Uni. Geht's? So, Schuhe aus. So. So. Also, Hilde, wenn Sie irgendwas brauchen, dann klingeln Sie einfach und dann lasse ich alles stehen und liegen und dann komme ich. Ja? Was macht denn Frau Prinz hier? Brauchst du noch irgendwas? Meine Ruhe. Den E-Book mitgebracht. Soll ich die in den Schrank stellen? Nein. Hast du da alte Fotos drin? Frauke! Ja.
Ich brauche die komplette Krankenakte von Frau Bruns. Oberschenkel, Hals vor einem halben Jahr, Herzinfarkt vor einem Jahr. Sie nimmt täglich ASS, Heparin, Beta-Blocker, Digitoxin und Furosemid. Was würde ich nur ohne Sie machen, hm? Entschuldigung, sind Sie Dr. Jonas? Ja. Ich bin Torben Schuchert, der Großneffe von Helde Bruns. Mhm. Wie geht's ihr? Was fehlt ihr? Das kann ich erst sagen, wenn wir die Laborergebnisse haben. Was ist Ihr Herz? Die Corona-Angiografie war ohne Befund. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich mehr weiß, ja? Danke. Und? War sehr... Nicht mehr als sonst. Trotzdem danke, dass du es mit dir aushältst. Ich weiß, du hast es nicht gerade leicht mit dir, hm? Schon gut. Du, ich muss los. Ruf mich an, wenn es irgendwas Neues gibt, ja? Für den Fall, dass ich sterbe. Du stirbst nicht. Du gehst erstmal schön auf Kreuzfahrt, darauf freust du dich doch schon. Ach, Torben. Gibst du mir bitte mein Kästchen von da unten? Das gehört alles dir. Mach es auf. Danke. Es sind genau 112.000 Euro. Tante Hilde? Sie wollen es meiner Tante geben. Hab ich doch. Ja, leer. Wie leer? Leer, ohne Inhalt. Wo sind die 112.000 Euro, die hier drin waren? 112.000 Euro in einer Holzkiste? Das ist ziemlich leichtsinnig. Wenn nicht sogar blödsinnig. Wer sind Sie denn? Lindberg, ärztlicher Direktor dieses Hauses. Also man hat Ihnen 112.000 Euro gestohlen. Hier. Nicht mir, aber meiner Tante. Und da sind Sie sich ganz sicher? Ganz sicher. Ich rufe jetzt die Polizei. Oh Mann, 600 Euro für ein Kleid, das ich nie wieder anziehe. Runtergesetzt auf 1.180 Euro? Nee, ist klar. Hallo. Du gehst also doch? Ja, wir kommen rüber. Okay. Helde Bruns wurden im EKH 112.000 Euro geklaut. Ach, der hat sich doch gerade noch von dem Neffen bedroht gefühlt. Ja, aber die Anzeige gegen ihn hat sie zurückgezogen. Und er dankt sie mit Diebstahl. Also wenn ich so viel Geld zu Hause hätte, ich würde auch überall Kameras installieren. Die Frage ist doch eher, warum Helde Bruns so viel Geld mit dem EKH hat. Also immer 5.000 Euro mit je zwei Büroklammern gebündelt. Ja. 112.000 Euro. Torbens Erbe. Und Frau Prinz hat es als letztes in der Hand gehabt. Nein, ihre Großtante. Ich habe das Kästchen wie versprochen ihr gegeben. Stimmt das, Frau Bruns? Ja. Ja, aber leer. Sie unterstellen also Frau Prinz, das Geld ihrer Großtante gestohlen zu haben. Wer wäre denn sonst? Sie wussten, dass das Vermögen ihrer Großtante in diesem Kästchen war? Das ist ihr ganz sicherlich nicht anvertraut. Sie wussten es also nicht. Wie können Sie dann sicher sein, dass das Geld da drin war? Behaupten Sie, dass meine Tante lügt? Herr Schuchert, Sie haben nicht gesehen, dass da 112.000 Euro drin waren. Aber Sie bezichtigen Frau Prinz des Diebstahls. Frau Bruns, als Frau Prinz Ihnen das Kästchen übergeben hat, war da das Geld noch drin? Haben Sie es überprüft? Ich habe ihr doch vertraut. Jetzt zu Recht, ich bin doch keine Diebin. Angenommen, das Geld war da drin. Haben Sie eine Ahnung, wer es genommen haben könnte? Norbert. Papa war doch die ganze Zeit auf dem Amt. Ja, dann Nancy. Tante Hilde. Nancy ist meine Freundin. Es muss Frau Prinz gewesen sein. Mann, ich war es nicht. Hier, ich hab nichts. So geht das nicht, Frauke. Komm mit. Komm bitte raus. Frau Bruns, wir wissen, dass Überwachungskameras in Ihrer Wohnung installiert sind. Ist das wegen des Geldes? Nein. Ja, auch. Hans, das ist doch absolut lächerlich. Hase, das ist ja keine Scherzveranstaltung. Komm schon, Hans. Der Verdacht ist sowas von bescheuert. Ja, aber leider existent. Quatsch! Jetzt komm mal klar, wie lange kennst du Frauke denn jetzt? Erstens ist so eine Befragung reine Routine und zweitens geht es dich nichts an. Wenn eine gute Freundin von mir zu Unrecht beschuldigt wird, eine Diebin zu sein, dann geht mich das sehr wohl was an. Du bist aber nicht ihr Anwalt. Also, Abmarsch. Jetzt wach doch mal auf. Frauke wird von mir befragt, entweder hier oder auf dem Revier. Das liegt ganz bei dir. Ein Kumpel von mir ist Anwalt. Ich schaff das schon, Hase. Aber danke. Lass dich ja nichts unterjubeln, ja? Hm. Unter anderen Umständen würde das als durchaus charmante Liebeserklärung durchgehen. Frauke, wenn du das Geld nicht gestohlen hast, wer dann? Was denkst du? Ich muss dir doch nicht vorbeten, was es heißt, wenn du Wissen über eine Straftat bewusst zurückhältst. Nancy Hagen war allein bei Frau Bruns im Krankenzimmer.
Also Sie haben Ihre Station mal richtig gut im Griff. Herr Lindberg? Einer Ihrer Patientinnen hat man 112.000 Euro gestohlen. Ich hoffe, Sie haben die Polizei informiert. Ich habe hier nämlich andere Probleme. Frau Bruns? Ja, Frau Bruns hat man das Geld gestohlen. Zeigen Sie mal her. Frau Bruns wurde eingeliefert mit dekompensierter Herzinsuffizienz, bitte. Reinfarkt? Trop-Test negativ, kein Infarkt, EKG-Rhythmusstörungen, Extrasystolensalben. Kardiumenzyme normal. Ich rate dringend zu Koro. Ist bereits geschehen, OB. Die ST-Senkung ist muldenförmig. Digitales Intox. Sie meinen, sie wurde vergiftet durch Tabletten? Aber sie war komplett orientiert und sie sagt, sie wurde medizinisch betreut. Ich würde trotzdem den digitalen Spiegel bestimmen. Für eine Magenspülung ist es ja jetzt definitiv zu spät. Vermutlich, aber ich werde nichts unversucht lassen. Hm? Ja? Herr Schuchert? Wissen Sie endlich, was meiner Tante fehlt? Vermutlich eine Vergiftung durch Tabletten. Nach ihrem Sturz hat also ihr Großneffe Torben die Überwachungskameras in ihrer Wohnung installiert. Mit ihrem Einverständnis. Ja. Entschuldigung, nur eine Sekunde, okay? Hilde, ich schwöre, ich habe ihr Geld nicht gestohlen. Sie kennen mich doch. Ach, Frauke. Frau Bruns, Frau Dr. Jonas möchte noch ein paar Untersuchungen machen. Wieso nennst du sie eigentlich bei ihrem Vornamen? Gibt es vielleicht irgendjemand, der ihre Großtante lieber tot als lebendig sehen möchte? Sie vielleicht, Herr Schuch? Geht's noch? Natürlich nicht. Wahrscheinlich hat Frau Prinz einen Fehler gemacht. Frau Prinz arbeitet am Empfang und verabreicht keine Tabletten. Meine Tante schon, seit 5,5 Wochen, 2-mal täglich. Sie hat behauptet, sie wäre Altenpflegerin. Stimmt das etwa nicht? Doch, natürlich. Kann es sein, dass Frau Prinz meiner Tante die falschen Tabletten gegeben hat? Herr Schuchert. Was tun Sie denn jetzt, um meiner Tante zu helfen? Sie bekommt eine Magenspülung und gegebenenfalls werden wir sie auch noch eine Dialyse. Wieso? Sind Ihre Nieren etwa geschädigt? Die Dialyse soll bei der Entgiftung helfen. Und dann geht's ihr wieder besser. Das wird sich zeigen. Herr Schuchert, Ihre Tante bekommt alles Notwendige und wird engmaschig überwacht. Was sie jetzt braucht, ist Ruhe. Reden Sie mit ihr. Machen Sie ihr Mut. Ich hoffe, Sie werden die entsprechenden Konsequenzen für Frau Prinz ziehen. Sollten wir das? Fahrlässiges Handeln im Dienst, ein nicht genehmigter Minijob. Tja, vielleicht hat ja Frau Prinz die alte Dame vergiftet. Wer weiß das schon? Oh, jetzt halten Sie mal die Luft an. Zumindest wäre eine Abmahnung längst überfällig. Also wenn sich rausstellt. Herr Lindberg, es reicht. Frau ist absolut zuverlässig. Nein, nein, sie ist absolut unehrlich. Wenn Sie Schwester Ina sehen, sagen Sie bitte, ich möchte Sie mal besprechen. Danke. Ich werde mich darum kümmern, sobald ich meine Patienten versorgt habe, ist das klar? Hans Mohr. Na klar, alte LKA-Knecht. Seit wann trägst du Uniform? David, was? Das ist ja... Ich kann mich gar nicht erinnern, dass du stotterst. Und ja, ich sitze freiwillig in diesem Stuhl. Das macht das ganze Leben ein bisschen erträglicher. Du bist hier wegen Frau Bruns und dem gestohlenen Vermögen, richtig? Messerscharf kombiniert, wie immer. Tja, ich bin querschnittgelähmt, aber mein Hirn funktioniert noch einwandfrei. War es denn, Frau Prinz? Wie kommst du auf Frauke? Ja, sie hat das Geld nicht in den Tresor gesperrt, wie vorgeschrieben. Verstehe. Und vermutlich? Es wäre sehr hilfreich, wenn du die ganze Geschichte nicht an die große Glocke hängen würdest. Vermutlich was? Hast du einen Moment Zeit? Nach unseren Ermittlungen haben Sie ein starkes Motiv für den Diebstahl. Also ich bin nicht arbeitslos und lebe auf Kosten anderer. Im Gegensatz zu Ihrem Freund Torben? Im Gegensatz zu seinem Vater. Ihr Freund hat keinen Job, er schreibt gerade an seiner Masterarbeit. Sie müssen nicht nur Ihr gemeinsames Leben finanzieren, sondern zahlen auch noch eine Eigentumswohnung ab. Was wollen Sie eigentlich? Der Einzige, der hier nichts auf die Reihe kriegt, ist Norbert. Trauen Sie ihm den Diebstahl zu? Ja. Seit wann wissen Sie und Torben, dass er und nicht sein Vater die 112.000 Euro erben wird? Wieso Torben? Du wusstest von den Überwachungskameras? Ja, sie hat es mir bei meinem ersten Besuch erzählt. Franzi, du glaubst mir doch, oder? Ich habe das Geld wirklich nicht geklaut. Ich wissen, was Frau Bruns heute zu sich genommen hat. Also ich brauche Essens- und Getränkeproben. Weil? Weil die alte Lady möglicherweise eine Überdosis Herztabletten zu sich genommen hat. Möglicherweise? Stör ich? Das kommt ganz drauf an. Ihr kennt euch noch nicht, hm? Ihr Name ist Programm. Lindberg. Freut mich. Danke. Na gut, dann haben wir das auch geklärt. Also entweder ist Frau Bruns seniler, als wir denken, oder jemand hat ihr tatsächlich eine Überdosis verabreicht und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Versuchter Mord? David, das ist Sache der Kripo. Moment, das ist ja nur ein Verdacht. Und der kurze Dienstweg ist sicherlich schneller und wirbelt weniger Staub auf. Also Mohr, was ist los? Bist du dabei oder hast du den Biss verloren? Wir brauchen jetzt mal deinen Behindertenbonus nicht. Wir bleiben an der Sache dran. David Lindberg, ärztlicher Direktor am EKH. Zu dir. Er war Rechtsmediziner, einer der Besten. Aha, und wieso sitzt er im Rollstuhl? Keine Ahnung. Was hast du denn jetzt vor?
Lindberg braucht Essensproben von der Bruns. Ich hoffe, sie hat ihren Schlüssel dabei. Wir müssen in die Wohnung. Von der Frauke fragen. Wieso Frauke? Sie hat Hilde Bruns über 5,5 Wochen hinweg mit Medikamenten versorgt. Was? Ja, komm. Also für mich klingt das total schlüssig, was Nancy Hagen sagt. Deckt sich zumindest mit dem, was wir bisher über Norbert Schuchert haben. Hat vor 2 Jahren seine eigene Firma gegen die Wand gefahren, ist jetzt auf Hartz IV. Vom eigenen Chef zum Sozialhilfeempfänger. Ich meine, da hätten wir doch ein Motiv für den Diebstahl. Ja, nur sitzt er gerade beim Arbeitsamt. Ich habe ihn gecheckt. Und Hans sagt, das Geld ist definitiv nicht im EKH. Also ist Frauke unsere Hauptverdächtige. Das ist total lächerlich. Wo setzen wir denn jetzt an? Wir wissen noch nicht mal, ob diese 112.000 Euro überhaupt im EKH gelandet sind. Den Gedanken hatte ich auch schon. Was, wenn Torben Schuchert Frauke das leere Kästchen übergeben hat, um ihr später den Diebstahl unterzuschieben? Das ist eine total wilde Theorie. Hat er das Geld gebunkert? Wird es kaum mit sich rumschleppen. Vielleicht ist das Geld noch bei Frau Bruns in der Wohnung. Oder er hat es seiner Freundin übergeben. Du hast das Geld eingesteckt. Sagt wer? Schwester Ina? Mann, das ist doch Schwachsinn! Sagst du jetzt, dass sie lügt? Ja. Wo sind die 112.000 Euro? Mann, keine Ahnung. Ich habe Hilde Bruns nicht beklaut. Mann, egal was Schwester Ina behauptet, ich war es nicht. Frauke, außerdem stehst du unter dem Verdacht, Hilde Bruns mit einer Überdosis Herztabletten vergiftet zu haben. Du bist vorläufig festgenommen. Komm. Das ist doch nicht euer Ernst. Mann, du bist doch bloß sauer, weil Hanna nicht mit dir Walzer tanzen will. Ja, ganz genau. Aber gemerkt hast du es auch, oder? Was jetzt? Er bevorzugt sie ständig. Wer weiß denn, was nach dem Polizeibeamt? Sie lässt sich von ihm protegieren. Tut sie nicht. Das hat sie nämlich gar nicht nötig. Ich finde es ja zum Kotzen, dass du mir unterstellst, ich würde mich die Karriereleiter hochtanzen. Habe ich Hilde erst beklaut und dann vergiftet oder andersherum? Du tust dir keinen Gefallen, wenn du die Anschuldigungen ins Lächerliche ziehst. Was soll ich denn sonst machen? Die Sache ernst nehmen und unsere Fragen beantworten. Ihr glaubt mir doch sowieso nicht. Also, du gibst Hilde Bruns die Tabletten, richtig? Ich halte mich an den Medikamentenplan. Mensch, warum hätte ich Hilde vergiften sollen? Vielleicht war es ja ein dummer Zufall. Vielleicht hast du die Tabletten einfach vertauscht. Selbst wenn. Einmal vertauschte Tabletten lösen nicht so eine lebensgefährliche Reaktion aus. Du streitest also ab, Hilde Bruns eine Überdosis an Tabletten absichtlich gegeben zu haben, ja? Worauf du Gift nehmen kannst. Ja, das streite ich ab. War Hilde Bruns in letzter Zeit vielleicht ein bisschen depressiv? Hat sie von Selbstmord gesprochen? Nein, also trotz ihrer ganzen Gebrechen ist sie verdammt lebenslustig. Hat sie Anzeichen von Demenz? Ist sie tüdelig? Eigentlich nicht. Okay. Gut, kommen wir nochmal zu dem Geld. Du hast also gewusst, dass die 112.000 Euro in diesem Kästchen... Das habe ich doch schon gesagt. Hm. Ja, also das Kästchen ist runtergefallen, dann habe ich gedacht, ach du Schreck, mich trifft der Schlag, so viel Geld. Und dann habe ich jeden einzelnen Scheiner wieder reingepackt. Du bist aber gesehen worden, wie du Geld in die Kitteltasche gesteckt hast. Ja, die 70 Euro hier sind mein Wechselgeld von Hase, das habe ich eingesteckt. Aber die hier stammen offensichtlich aus dem Kästchen von Hilde Bruns. Ja, weil sie mir heute Morgen meinen Lohn für den letzten Monat gegeben hat. Gut. Du traust also Nancy Hagen den Diebstahl zu, ja? Ich habe doch nur gesagt, dass sie alleine bei Frau Bruns im Krankenzimmer war. Was weißt du über die Angehörigen? Na ja, Hilde vergöttert ihren Neffen Torben und ich glaube, sie mag seine Freundin Nancy nicht besonders. Warum? Vielleicht Eifersucht. Was weiß ich denn? Mensch, Hans, ich kenne Hilde gerade mal 5 Wochen. Ich bin 2-mal am Tag für etwa 10 Minuten bei ihr. Sie vertraut mir nicht ihre ganzen Familiengeheimnisse an. Das mit vorhin war nicht so gemeint. Okay, war so gemeint, aber es war unfair. Tut mir leid. Okay. Auf dem Nachttisch. Ihr letzter Wille. Datiert? Vor 2 Wochen. Tja, wo sind die verdammten Speicherchips? Gestohlen. Womöglich derjenige, der Frau Bruns vergiftet hat. Um die Beweise zu vernichten. Ja. Und der oder diejenige muss einen Schlüssel gehabt haben. Die Speicherchips aus der Kamera fehlen. Vermutlich gestohlen, vermutlich vom Täter, aber es gibt keine Einbruchsspuren. Wer hat denn außer Frauke noch einen Schlüssel zur Wohnung? Mann, warum willst du Frauke unbedingt zur Kriminellen machen? Franzi, ich analysiere Fakten. Frauke hat ein Motiv und die Gelegenheit. Okay. Wenn Diebstahl und geplante Vergiftung zusammenhängen, wer hat dann, außer Frauke, das stärkste Motiv? Norbert Schuchert.
Der würde aber nicht von Hilde Bruns Tod profitieren, weil sein Sohn Torben alles erben soll. Mattes hat ein entsprechendes Testament gefunden. Und wenn Schuhart Senior das nicht weiß? Wenn er sich für den Erben hält? Sprich gegen den Diebstahl, aber für die Vergiftung und somit auch für Torben als Täter. Und wenn wir es mit zwei Tätern zu tun haben? Was ist mit Nancy Hagen? Die arbeitet beim Tierarzt und hat Zugang zum Medikamentenschrank. Ja, überprüfen wir. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, das weiß ich selbst. Digitales Spiegel fast zum EKG. Deshalb habe ich mich auch für die Dialyse entschieden. Geben Sie auf jeden Fall Cholesteramin, ja? Ja, das hatte ich vor. Trinkt sie das Antidot? Keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall werden wir die Dialyse für Frau Bruns in der 17 vorbereiten. Das kriegst du wieder. Lass gut sein. Diese Idioten beim Arbeitsamt. Was ist denn jetzt eigentlich mit Hilde? Die Ärzte glauben, sie wurde vergiftet. Vergiftet? Wann? Womit? Versuchen die Ärzte gerade rauszufinden. Und wir, wer ihre Tante 112.000 Euro gestohlen hat. Die hatte sie nämlich mit ihr. Ich kümmere mich um die Schlüsselfrage. 112? Ja, ist die denn jetzt völlig irre? Wieso nimmt die denn? Das kann doch nicht wahr sein. 112.000 Euro? Vielleicht fragst du mal, wie es ihr geht. Vergiftet? Ja, das kann doch nur diese Altenpflegerin gewesen sein. Haben Sie die denn schon verhaftet? Ich muss Sie bitten, mich aufs Revier zu begleiten. Ja? Jetzt? Ja. Wieso? Kommen Sie bitte. Hilde? Hilde, hören Sie mich? Scheiße. Hier wird jetzt nicht schlapp gemacht. Was ist los? Kreislaufstillstand. Sie flimmert. Okay, die Viria-Brett. Okay. Beeilung! Was ist los? Ihr Herz hat plötzlich geflimmert. Kreislaufstillstand? Vielleicht bin ich ja doch schuld. Was? Wieso? Mir sind heute Morgen die Tabletten runtergefallen. Ich habe alles überprüft, aber vielleicht habe ich ja doch was vertauscht. Kann man das überprüfen? Ja, nur wenn eine Überdosis in Lebensmittel nachgewiesen werden könnte. Okay. Wir kümmern uns drum. Mach dich mal nicht verrückt. Sag mal eine andere Sache. Weißt du, ob Norbert Schuchert einen Schlüssel zur Hildebruns Wohnung hat? Keine Ahnung. Oh. Oh. Hallo. Interessante Annäherung. Ja. Sagen Sie, sind Sie schon weiter mit der toxikologischen Untersuchung von Hildebruns Nahrungsmittel? Nein, das läuft noch. Angenommen, die Medikamente wurden einmalig verwechselt. Nein, das war keine einmalige Verwechslung. Es handelt sich hier um eine regelmäßige Überdosierung. Gut zu wissen. Mich würde noch eine andere Sache interessieren. Gibt es außer Frau Prinz noch andere Verdächtige? Es tut mir wirklich leid, aber über laufende Ermittlungen kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Wo sind die Speicherchips? Wo sind die 112.000 Euro? Ich weiß es nicht. Ihre Wohnung gehört einem Oliver Hagen. Das ist Ihr Vater, ja? Mein Mann. Ich bin vollweise und habe ihn geheiratet, da war ich 18 und er 37. Er starb 11 Monate nach der Hochzeit. Motorradunfall. Das tut mir leid. Aber Fakt ist, Sie zahlen seit 4 Monaten die Rate für Ihre Eigentumswohnung nicht mehr. Ihnen droht die Zwangsversteigerung. Sie haben Zugang zu toxisch wirkenden Medikamenten. Sie haben die Speicherchips verschwinden lassen, weil darauf zu sehen ist, dass Sie diverse Lebensmittel vergiftet haben. Und wenn Sie es noch 100 Mal behaupten, es stimmt nicht. Wer war es dann? Ihr Freund? Natürlich nicht, wahrscheinlich war es Norbert. Das behaupten Sie, um von sich abzulenken. Sie mögen Hilde Bruns nicht und die mag sie nicht. Und Sie haben die Geldprobleme. Nein, aber Norbert hat welche. Torben hat ihm immer wieder hinter meinem Rücken Geld zugesteckt. Hören Sie doch auf! Sie wollten Hilde Bruns loswerden. Deswegen die Überdosierung mit den Herzmedikamenten. Sie stehen hier unter Verdacht des versuchten Mordes. Ist Ihnen das eigentlich klar? Es stimmt, ich mag Tante Hilde nicht besonders, aber ich würde sie niemals vergiften. Aber bestehen. Sie dachten, wenn Hilde stirbt, erbt Torbens Vater das gesamte Vermögen. Um das zu verhindern, haben Sie die 112.000 Euro gestohlen. Wenn Sie das Geld jetzt zurückgeben, dann wird es der Richter mit Sicherheit strafmildernd bewerten. Nancy, machen Sie sich nicht unglücklich. Wo haben Sie das Geld? Sie ist kardial dekompensiert. Ja, die Dialyse war zu viel. Ja, das konnte ja niemand ahnen. Zum Glück ist sie ja wenigstens stabil. Ja, Glück ist ein gutes Stichwort. Wenn Ihre Patientin gestorben wäre... Ist sie aber nicht. Ja, wie gesagt, Glück gehabt. Aber was Ihre Führungsqualitäten betrifft, da sollten Sie sich nicht auf Glück verlassen, sondern auf Kompetenz. Wenn Sie jetzt auf Rocke anspielen. Ich erwarte mir von Ihnen, dass Sie Ihre Mitarbeiter besser im Griff haben. Sonst sehe ich mich gezwungen, regulierend einzugreifen. War das ein gut gemeinter Ratschlag? Für heute ja. Frau Dr. Jonas, wie geht's Frau Bruns? Sie hat das Gröbste überstanden. Oh, sie wird nicht sterben? Nein. Danke. Frauke, das war ein grober Vertrauensmissbrauch, den ich sehr persönlich nehme. Rote Karte. Es tut mir wirklich leid. Ich verspreche Ihnen, es kommt nie wieder vor. Ich habe nichts dagegen, dass Sie sich einen kleinen Minijob suchen. Aber ich möchte darüber informiert werden. Ist das klar? Versprochen. Gut, mündliche Verwarnung.
Ach, die Erdschleicherin. Papa. Ihre private Angelegenheiten klären Sie bitte später. Wartest du? Sie dürfen nach vorne warten. Sie hat das Geld in einem Schließfach deponiert. Wir gehen es holen. Sie bestreitet allerdings, Hilde Bruns vergiftet zu haben. Und das glaube ich auch. Okay, danke. Natürlich war ich beim Arbeitsamt. Sie haben halt gestanden. Sie bestreitet allerdings, Hilde Bruns vergiftet zu haben. Wann haben Sie Ihre Tante denn das letzte Mal besucht? Oder gesprochen? Genaues Datum weiß ich ja nicht. Vielleicht vor 5 Monaten oder 6 Monaten? Sie wollte mich ja noch nicht mal heute Morgen sehen. Ist das der Schlüssel zu Hilde Bruns Wohnung? Ich habe hier keinen mehr. Was war denn der Grund für den Streit mit Ihrer Tante? Ihre Insolvenz? Firma im Arsch. Ehe im Arsch. Aber anstatt mich zu unterstützen, Vorwürfe. Nichts als Vorwürfe. Das ist nicht fair, Papa. Wir haben dich alle unterstützt, sehr lange. Sie haben mir erzählt, dass Sie die Kameras installiert hatten, nachdem Ihre Großtante schwer gestürzt war und 6 Stunden allein auf dem Boden lag. Welche Kameras denn? Warum weiß ich davon nichts? Warum hätten Sie das denn wissen wollen, wenn Sie doch Ihr Hausverbot hatten? Ja. Kameras? Das ist doch pervers. Ich nenne das Fürsorge, Papa. Wo speichern Sie die Videos eigentlich? Auf dem PC oder auf Ihrem Handy? Weder noch, aber ich kann mich jederzeit per Internet zuschalten. Und wie lange ist das alles auf den Chips gespeichert? 10 Tage. Wir wundern uns ein wenig, weil in den Kameras gar keine Chips mehr waren. Wieso? Keine Ahnung. Dann sagen wir Ihnen jetzt, warum. Und warum Frau Bruns im Krankenhaus um ihr Leben kämpft. Derjenige, der Frau Bruns vergiftet hat, der hat einen Schlüssel zur Wohnung. Und damit es keine Beweise gibt, hat er die Speicherchips verschwinden lassen. Kommt die Ball mal hin? Ja. Hier, den kannst du zurückhaben. Ach, und wie lange derjenige ins Gefängnis muss, das hängt vom Richter ab. Je nachdem, ob er ihn wegen versuchten Totschlags oder versuchten Mordes verurteilt. Frau Bruns ist über den Berg. Wann sagen wir es den beiden? Später. Die bluffen nur. Hast du mal daran gedacht, dass Nancy hinter der ganzen Sache steckt? Spinnst du? Die Kleine nutzt dich doch nur aus. Du nutzt mich aus seit Jahren. Ich bin dein Vater. Du lebst wie die Made im Speck. Und was ist mit mir? Mich lass dich doch alle hängen. Ja, klar. Ich kann nichts für deine Firmenpleite oder deine gescheiterte Ehe oder dafür, dass du aus jedem Job fliegst, weil du säufst. Sag mal, wie sprichst du mit mir? Etwas mehr Respekt, ja? Du kannst endlich erwachsen, Papa. Übernimm Verantwortung. Was ist denn das? Mein Ticket im Knast. Ich habe die Kameras installiert, ich habe die Speicherchips, sieht nicht gut aus für mich. Dann sagst du jetzt nichts mehr. Besorgen dir einen Anwalt. Mein Sohn braucht einen Anwalt. Ah, Ihr Sohn. Respekt, ne? Du willst Respekt? Wofür? Ich habe jahrelang zu dir gehalten. Ich habe sogar meine Beziehung mit Nancy aufs Spiel gesetzt. Für dich. Tom, ich kenne diese Art. Hör endlich auf! Herr Schuchert, wollen Sie uns vielleicht etwas sagen? Ich? Nee. Was denn? Was glauben Sie denn, warum Ihr Sohn die Speicherchips aus den Kameras entfernt hat? Keine Ahnung. Fragen Sie ihn doch. Ich frage aber Sie. Was werden denn die Kameras aufgezeichnet haben? Ich will einen Anwalt. Natürlich. Aber wozu brauchen Sie denn einen Anwalt? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Haben Sie ein Lesegerät dabei? Für die Chips? Herr Schuchert?
Also, Wolle, Dr. Lindberg hat im Eierlikör und in den Kräutertees einen überdurchschnittlichen digitalen Spiegel nachgewiesen. Versuchter Mord auf Rat, ne? Sie hat ja überlebt. Sei Dank. Was bist du bloß für ein Sohn? Lass deinen eigenen Vater hängen. Abführen, Feierabend. Und dich, dich sehe ich auch noch mal wieder. Sie haben gesagt, dass Tante Hildes Geld wieder aufgetaucht ist? Sie sollten ihr wenigstens die Chance geben, sich zu erklären. Wer sich nicht entscheiden kann, für den wird entschieden. Wie meinst du das? Schwein oder nicht Schwein haben, das ist hier die Frage. Und du hast deine Chance verpasst. Egal was es ist, ich war es nicht. Bin ich froh, dass sich das alles aufgeklärt hat. Dass wir es überhaupt in Betracht gezogen haben, Frau. Ich mich auf ein Feierabendbierchen einladen. Na, übertreiben wollen wir es ja nicht.